Servus YouTube und liebe Landwirtschaftssimulator-Fans. Ja, herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung. Ich habe heute einen John Deere 7290R gefunden auf Mods 2015. Ein Bombenteil, 290 PS, wie die Leistungsdaten schon sagen. Wir schauen uns das Gerät aber zuerst mal im Shop unter Mods an. Und zwar will ich hier ein bisschen einen Vergleich ziehen im Vergleich zum 7280R von Argo, den wir hier finden. Und wenn wir hier ein bisschen weiter scrollen, finden wir auch den 7290R. Was uns sofort ins Auge schießt, ist das geniale Bild, das geniale Logo. Es könnte ein Argo-Mod sein von hier. Wir haben zwar keine Beschreibung drin, wir haben einen stolzen Preis von 250.000 Euro, der glaube ich relativ hoch ist, aber auch angemessen. 282 PS Leistung, also eigentlich so circa 290. Und als Kosten 250 Euro am Tag. Wie gesagt, das hat hier schon mal eigentlich 5 Sterne verdient, die Beschreibung hier im Shop. Jetzt schauen wir uns mal gleich die Texturen an. Die sind eigentlich, also auf jeden Fall bombenmäßig, die sind vergleichbar mit dem von Argo. Vielleicht vorne sogar etwas besser noch. Ich habe mir die Details angeschaut, ich hole jetzt nochmal den von Argo dazu, damit man das vielleicht mal anschauen kann, den Unterschied. Genau, da wäre der von Argo. Setzen wir den mal zurück und holen den mal ganz schnell. Weil es ist wirklich so, dass hier eine gewisse Ähnlichkeit und eine sehr hohe Ähnlichkeit besteht, ist ja im Prinzip bis auf 10 PS Unterschied derselbe Traktor. Man sieht aber doch einige markante Unterschiede und um die halt aufzuzeigen, mache ich auch dieses Video ein bisschen ausführlicher. So, wir haben jetzt hier den John Deere von Argo. Wir sehen hier ganz klar an der Farbe, dass die Farbe für den Argo hier vielleicht auch minimal etwas zu dunkel ist. Die hier war auch eindeutig auch zu hell. Also irgendwo so in der Mitte trifft man sich und das würde dann eigentlich die originale John Deere Farbe ergeben. Wenn wir hier ja super Details haben mit Hydraulikanschlüssen und so weiter, haben wir die hier vorne genauso. Vielleicht nicht ganz so identisch. Hier vorne ist noch ein Zapfenanschluss, den wir hier aber auch haben. Was mich halt, ich halt spannend finde, hier vorne die Front, die Lichter, die sind auf jeden Fall detaillierter als hier bei Argo. Ganz klar. Also da hat sich schon jemand rangesetzt, der wirklich Ahnung von seiner Arbeit hat. Auch hier die Vorderachse und so weiter, die ganzen, hier auch Hydraulikschläuche für die Vorderachse, alles da, alles ähnlich. Was ich finde, das Licht speziell sieht besser aus als bei Argo. Die Lichtquellen sehen besser aus. Das Rundumlicht sieht besser aus, als auch wenn es zu rot ist, aber okay. Ansonsten, das Dach ist ähnlich, wir können uns das hier mal nochmal anschauen. Sehr ähnlich, aber halt einfach von der Texturarbeit einfach volle 5 Sterne. Kann man nicht besser machen. Hier die Reifen sind auch ein bisschen detaillierter. Ich meine die Felgen. Die Reifen an sich sind hier sehr gut, aber nicht Bombe. Also hätte ich geil gefunden, wenn man die Trelleborg oder Michelin aus dem LS13 genommen, aus dem LS15 genommen hätte. Die Standardreifen, die sehen nämlich wirklich von der Qualität her bombenmäßig aus. Die hier sind auch sehr gut. Also da nehmen sie sich nicht viel. Da hier ist auch noch der Detailgrad hier höher. Also wer sich mit Argo anlegt, der muss schon was können. Da muss ich schon sagen. Und die Heckpartie sieht auch relativ gut aus, also wirklich bombenmäßig. Jo, das Spannende ist jetzt, was mir eigentlich am negativsten auffällt, ist hinten das Heck. Das finde ich zum Grotten schlecht und grotten hässlich. Das liegt nicht direkt am Mod, weil das teilweise aus Originalfahrzeug wirklich so aussieht. Deswegen ist das im Prinzip Geschmackssache. Nur ich will es geil finden, wenn man hier diese hintere Heckpartie einfach noch viel um einiges verkürzt und einfach die Kotflügel schmäler macht. Ähnlich wie hier bei Argo. Ich glaube, dann wird er schon nochmal viel, viel besser aussehen. Das wird ihn, glaube ich, zurechtkommen. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht hinbekommen mit unserem Modding-Spezialist im Jan. Das wäre eine Riesenaufgabe. Es wäre auch genial. Ja, Innenansicht die Innenansicht ist halt traumhaft. Kann man nicht mehr dazu sagen. Wir haben hier ein tolles Lenkrad. Wir haben hier unglaublich. Wir haben hier auch einen Monitor. KMH-Anzeige. Wir können mal den Motor anlassen. Das ist die zweite negative Nachricht. Es ist genau derselbe Sound wie von Argo vom 7280R. Und das Negative an dem war ja schon, dass der Sound so... Er klingt einfach nicht in Ordnung. Man hört so ein bisschen, wie er teilweise übersteuert. Der Sound passt für mich einfach nicht. Der Sound hätte da schon geändert werden müssen. Und jetzt hat er hier denselben Sound genommen. Gibt es ja auch für den Sound auf jeden Fall einen Stern Abstrich. Wegen der Hässlichkeit hier okay, ja... Das ist jetzt, wie gesagt, selbst gefallen, aber muss man ehrlich zugeben, von hinten sieht er, weiß der einfach nicht zu gefallen. Das ist, liegt am Modell so, das liegt nicht am Mod, sondern am Modell. Trotzdem die ganzen Texturen und die ganzen Formen passen alles, die
der Maßstab passt. Wir können uns hier mal daneben stellen. Wir haben hier fast die identische Größe. Wir haben die identische Größe. Lediglich der Radstand ist ein bisschen länger. Wir sehen das hier ein bisschen, also relativ ähnlich. Da kann man nicht meckern, da passt auch alles. Vielleicht wirkt die Front einfach von Argo noch ein bisschen, wirkt einfach irgendwie geiler, muss ich sagen. Der wirkt hier fast schon wieder ein bisschen schmal. Kann aber auch an den Kotflügeln liegen. Aber es ist einfach ein Unterschied, weil die Schnauze hier schmäler ist als die von Argo. Die ist richtig breit und weiß auch nicht, wenn ich mir den so von vorne anschaue, gefällt mir der von Argo besser. Aber trotzdem, so das Highlight, Freunde. Gut, wir haben hier natürlich Umleuchten und Blinker, das ist ganz klar. Muss dabei sein. Jetzt kommen wir zu den brutalen Spezialeigenschaften. Wir haben die Zielsteuerung und jetzt haltet euch bitte fest. Gut, Tür aufmachen, weiß man, funktioniert, klappt, wunderbar. Wir können hier das Lenkrad nach vorne klappen, nach hinten klappen, funktioniert auch wunderbar. Heckfenster aufklappen, einwandfrei, sehr schöne Sache. Und hier haben wir, glaube ich, noch das Licht zum Anschalten, das ist auch was Schönes. Gefällt mir. Jetzt, Freunde, kommen wir aber zu einer... Wir haben hier natürlich hier auch KMH-Anzeige und so, das wollte ich auch noch erzählen. Ich glaube, wir haben... Ja, Spiegel haben wir, sehr schön, Spiegel haben wir auch, funktionieren, wunderbar. Auch schön zugeschnitten. Was jetzt kommt, ist das Highlight. Gut, wir haben hier ein bisschen Beacon Lights. Ihr könnt hier die Rundumleuchten anschalten. Das ist schon mal der eine Knaller. Gut, nichts sehr Besonderes. Jetzt kommen wir aber nochmal. Gut, PTO-Toggle. Das heißt, die Zapfwelle anschalten oder ausschalten. Sehr geil. Wie zum Beispiel auch bei Argo verfügbar. Ein bisschen Lower Back. Wir können, glaube ich, die Heckhydraulik senken und heben. Soweit das funktioniert. Ne, funktioniert nicht. Okay, egal. Jetzt aber, schau mal her, wir können hier den Monitor switchen. Das ist mal eine riesige Besonderheit, das ist genial. Arbeitsbildschirm öffnen, Arbeitsbildschirm schließen. Wir können hier, haben hier zwei Einstellungen, einmal Kapazitätsstatus öffnen. Das heißt, wenn wir einen Anhänger hinten dran haben, zeigt uns der die Kapazität. Wie geil ist das denn, bitteschön? Das ist unglaublich geil, das ist Wahnsinn, dass man sowas hinbekommt. Unglaublich detailliert. Und hier können wir den Command Center, glaube ich, auch wieder schließen. Genau, ihr seht's, jetzt beendet er. Und jetzt können wir ihn wieder öffnen. Jetzt müsste er eigentlich wieder hochfahren. Genau, jetzt ist er wieder da. Jetzt gehen wir aber hier nochmal zurück. Danke, ich brauche keine Nachfrage. Jetzt gehen wir hier zurück auf Settings Lights. Jetzt können wir hier die ganzen Lichteinstellungen vornehmen. Wir können hier das Frontlicht anschalten. Seht ihr, funktioniert. Wir können das Arbeitslicht vorne anschalten. Seht ihr, funktioniert. Wir können das Hecklicht anschalten. Seht ihr auch. Funktioniert, alles perfekt, wunderbar, genial. Habe ich selten sowas gesehen, also ich habe eigentlich nur nie sowas gesehen, ganz ehrlich. Vielleicht bei einem Mod maximal. Und Umleuchter gehen hier auch noch an. Das ist Wahnsinn, wie detailliert dieser Mod ist. Wie gesagt, er kriegt von mir trotzdem nur für Sterne, weil eben ich beim Soundabstriche machen muss. Von der Form finde ich die ein bisschen minimal zu schmal. An sich ist der Mod sehr schön von der Textur. Natürlich 5 Sterne, Shop-Beschreibung und alles mögliche 5 Sterne. Hier Detailgrad 5 Sterne, es ist im Prinzip einfach nur noch dieser Sound, diese Heckpartie mit den Kotflügeln, die und eben auch die Front, die ein bisschen zu schmal wirkt und auch die Kabine. Ansonsten würde der volle 5 Sterne bekommen, es liegt nicht am Detailgrad. Wahnsinnig gute Arbeit vom Modder, das war's, Freunde, ich bin raus und ich würde sagen, holt euch den auf jeden Fall mal rein, könnt ihn selber vergleichen. Ist wirklich ein Bombenteil, gut bei der Farbe sage ich jetzt nicht, da würde ich jetzt keinen Abstrich machen, wenn sonst alles perfekt wäre, weil es gibt irgendwie 1000 verschiedene angebliche John Deere Farben im LS und da genau die perfekte zu finden ist, glaube ich, relativ schwer. Und dass sie halt auch so angezeigt wird. Na gut, Freunde, das war's. Ich bin raus. Mir gefällt dieser Mod sehr, sehr gut und ladet ihn auf jeden Fall mal runter. Macht's gut. Tschüss.